Also ich habe so eine Ausbildung bei Kick gemacht, richtig? Und das war echt die Hölle. Soll ich euch die Story erzählen, warum ich gekündigt habe? Ja. Das, da kommt Flo, ein sehr verwirrter Typ rein und er hat so ein bisschen so Schmodder am Bart und kratzt sich so die ganze Zeit und meinte so, ich brauche eine Mütze. Haben Sie hier vielleicht Mützen? Ich brauche eine Mütze für meinen Kopf. Haben Sie Mützen? Und dann meinte ich so, ja, die haben wir hier für den Kopf. Und dann meinte er so, können Sie mich rasieren? Ich gebe Ihnen auch 5 Euro. Und ich meinte so, nee, ich kann sie nicht rasieren. Und dann meinte, dann hat er so eine komische Crazy-People-Erklärung daraus gemacht. Ah ja, sie haben hier auch keine Bärte. Ja. Also, was? Und dann ist er gegangen, er hat keine Mütze gekauft. Wir standen die ganze Zeit neben so einer Umkleidekabine. Und als er dann weg war, hat so eine Frau so quasi so den Vorhang aufgemacht und hat so irgendwie auch so ihre Nase gehalten. So ein bisschen so, ich habe das gerade alles mit angesehen. Ich möchte so sehr nicht in ihre Haut stecken. Wenn mir das passieren würde, würde ich sofort kündigen. Und dann ist mir so gegangen. Und dann hast du gekündigt. Nö, dann habe ich noch 4 Wochen da gearbeitet.